First try in der Luft. Endlich habe ich mal mit der Waffe gute Arbeit. Oh! Langsam muss ich mal das ganze Fortnite in die Mülltonne schmeißen bei sowas. Es gibt es Fortnite-Momente, wo man das ganze Game einfach in die Mülltonne schmeißt. Sondern so eine kleine Pupswaffe. Ich hab die umgebracht. Die Pupswaffe. Ich hab ja nicht mal ein Sturmgewehr. Das ist ja auch das. Ich hab nur ein Sturmgewehr. Krass. Jiggy Jagger Jax. Och Mann. Bei anderen Pros hat das geklappt. Immer noch ich hab zwar Sturmgewehr liegen gelassen, aber ich kann doch mal ausprobieren, ohne das Sturmgewehr ein bisschen zu spielen. Weil die Waffe ist jetzt mit kleinen Schüssen sehr gut. Ist die Waffe nicht sehr klar. Mit kleinen Schüssen. Ist die Waffe eigentlich gut? Ganz kleinen Schüssen. Dann ist sie sehr gut. Sonst ist sie eigentlich eine Mülltonne. Mit der Waffe kann man perfekten kleinen Schuss machen. Guck. Schießen genau dann gerade bei den kleinen Schüssen. Weil du musst aimen, bist dann ein bisschen langsam und kannst deswegen besser aimen. Bei dieser Waffe, wenn du ins Ziel reingehst, direkt, dann direkt hast du so das angebrauchst, um zu schießen. Waffe ist deswegen auch gar nicht mal so schlecht. Ich kann wenigstens von weiter Distanz damit drehen. Viele Gegner bei mir denken, sie sind gut. Und dann papapapapa! Da haben sie 1000 Headshots bekommen, denken sie so. Dazu, mit denen ich damit spielen kann, mit nur mit aimen kann ich damit zu spielen, weil diese ganzen nice kleinen Schüsse schießen perfekt gerade, die kleinen Schüsse ist ja eigentlich für Nahkampf gestattet, aber ist eigentlich auch okay für Fernkampf ist sie gar nicht schlecht. Sagen.
das eine richtig schrottige Waffe ist. Der hat jetzt gerade die Waffe rausgeschmissen. Sag ich per. Das ist mein Sturmgewehr 2.0, Bruder. Diese kleine Waffe hier. Sturmgewehr 2.0. Mein Sturmgewehr 2.0 bereit. Ist eigentlich auch mit den ganzen kleinen Schüssen perfekt. Wenn ich mal einen Gegner finde, kann ich es euch zeigen. Die Waffe ist dafür perfekt. So welche ganz kleine Schüsse zu machen. Immer diese Einzelschüsse. Perfekt. Die Einzelschüsse. Bei Wildwesten habe ich immer gezockt und habe ich meistens diese Waffe gefunden und dann habe ich da einfach immer diese ganz kleinen Pupschüsse mal geschossen und die haben richtig gut getroffen. Bitte neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe, predict! Ja, ihr seid tot. Wenn ihr sterben wollt, dann kommt her. Egal, das sind noch so wilde Spieler. Bisschen Balli spielen. Scheiße, Fell. Bruder, nice. Es kann man immer nur in einem Inventar 50 Minis haben. Mehr kann man nicht haben. Genauso wie du nur in einem Inventar 15 Biggies haben kannst. Genauso wie du nur in einem Inventar Saufbox haben kannst. Ne? Was wäre besser? 10 Minis, 2 Biggies oder ein Jack-Jack? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Da. Und sehen, ob ihr das ratet. Stress. Eigentlich nice, dass ich mein Lieblingswaffe habe, Digga. Jagdgewehr. Das ist eigentlich eine so gute Waffe. Genauso. Das ist eigentlich praktisch. Diese Pumpgun hier ist schwere Schutzhütte. Nun halt noch 20 mal stärker.
20 Mal auch mehr Schaden. Gefühlt. Weil, eine diese Schrotflinte, also Heavy, macht immer diese ganzen kleinen Schaden. Ne? Also sowas. Gibt sich manchmal. Das ist auch das Höchste, was sie machen kann. Manchmal 70, manchmal 60. Und bei der Waffe, wenn du vor jemanden stehst, ist es immer die gleiche Zahl. Und zwar 105. Immer die gleiche Zahl. Mit der blauen Pump kannst du Leute one-pumpen. Genauso wie du mit der Waffe Leute one-pumpen kannst. Vergiss das nicht. Könnt Leute One Pump, blaue Pump, nur mit der blauen. Mit der grünen kannst du Leute nicht One Pump machen. Wenn Spieler Glück haben. Er hat mir ein 110er gegeben. Wenn Spieler Glück haben, war das gut. Echt. Das war ja nochmal ein Glücksschuss, Digga. Weil er hat mich eigentlich gar nicht stark angeschossen. Er hat mich ganz normal angeschossen. Er hat einen 110er. Waffe brauche ich aber im Moment nicht. Mich da oben nicht gesehen, weil da hat sich jemand hochgewöbelt. Oh. Ja, Sniper. Oder? Das ist auf Gunfight. Wieder vorne neue Waffe. Nächste, der zu viel Glück hat. Alter! Es sind so viele Glücksplayer. Bei denen es nur Glück entscheidet. Ja. Was soll ich da sagen bei solchen Spielern?
hab den verdammten High Ground bekommen. Er hat den verdammten. Und ich habe kein Jump-Pad und er hat den verdammten High Ground. Aber ich muss schneller von der Zone auf. Ich konnte kein Highground mehr.